Über einen Monat ist er her, der letzte Punktgewinn des TSV Rhein am Lech. Am 26. Juli waren die in Weiß spielenden bayerischen Schwaben zuletzt erfolgreich, damals aber immerhin gegen Schweinfurt. Auch deshalb die Verunsicherung zu spüren. 22. Minute, Kütschük mit dem Kopfball für die Memminger, aber ungefährlich. 5 Minuten vor der Pause, dann die Ecke von Kelmendi. Erneut Memmingen im Vorwärtsgang. Der bekommt den Ball wieder und Greisel mit der Hacke. Feine Einlage, allerdings ohne Erfolg. Wir springen in den zweiten Durchgang, 75. Minute. Kelmendi klärt zunächst, Gruber will fausten, aber Triebel ist da. 1,96 Meter und die nutzt der Kapitän, die Führung für Rhein nach 75 Minuten. Aber der geht natürlich auf die Kappe von Martin Gruber im Tor der Memminger. Nur 2 Minuten später der Standard auf der anderen Seite. Der Freistoß, aber Maschke fliegt durch den Memminger Sommerabend. Weltklasse seine Tat. Der erste Dreier für Rhein nach langer Zeit zum Greifen nahe, aber Memmingen drückt weiter. Die Flanke segelt zunächst durch den Strafraum. Der zweite Versuch. Und da ist Skrilli, der Ausgleich in der 84. Minute. Das 1:1, gleichzeitig auch der Endstand, das Unentschieden für beide zu wenig.